Hallöchen und herzlich willkommen wieder zu einer weiteren Session Minecraft. Wieder immer noch, besser gesagt, auf unserer kleinen Tour hier irgendwo und nirgendwo. Und euch fällt direkt eine Sache auf, möglicherweise. Wir haben ein anderes Texturenpaket drin als sonst. Es hat mir noch nie bisher drin tatsächlich. Da es doch umständlicher ist als gedacht, hochauflösende Texturen in einem pixeligen Spiel wie Minecraft zum Laufen zu bringen. Aber ich natürlich habe es geschafft. So, das ist schon mal so quasi der erste Blick, so wie die Welt aussieht hier. Warum muss man hier, zack, machen wir wieder 69%, da passt es. Klar, wir können auch 70 machen, aber ich will es 1 zu 1 haben wie beim anderen. Ja, wir sollten auf jeden Fall mal unsere Sachen mitnehmen. Das ist schon mal ganz gut. Die Fackel kann man da lassen, auf die eine kommt es dann nicht an. Schau mal dahin. So. Ich futter nebenbei ein bisschen Süßigkeiten wie so ein kleines Kind. Nom 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 nom. Und die sind super lecker. Keine Ahnung, wie die heißen. Meine Mutter hat die vor kurzem bei sich zu Hause gehabt und hat mir dann diese Gefrierbeutel, so ein Gefrierbeutel voll mit dem mitgegeben. Oh, die sind einfach echt geil. So, wir kamen ja aus der Richtung, glaube ich. Und sollten demnach weiter in die Richtung laufen, oder? Also ich glaube, wir kamen aus der Richtung. Jetzt bin ich mir gerade selber gar nicht mal so sicher. Wir laufen jetzt einfach in die Richtung weiter und gucken, was passiert. Vielleicht drehen wir auch gerade komplett um und laufen jetzt total unnötig. Oh, das sieht mir nach absolut keinem Höhleneingang aus. Aber das hier sieht mir doch krass nach Wassermelonen aus. Ich wollte gerade schon sagen, seit wann gibt es Wassermelonen im Spiel? Hätte sein können, also ich war mir gerade nicht sicher. Weil ich habe ja im Vergleich zu der alten Version und zu der jetzigen Version, die wir jetzt gerade haben, so die eine oder andere Kleinigkeit etwas verpasst. Deshalb hätte sie sein können. So, das ist wahrscheinlich Eisen. Ja, sehr cool. Okay. Warte, hier waren wir aber noch nicht, oder? Na gut, ich glaube, das führt aber auch noch wieder in die Leere. Pfeile haben wir noch? Okay, noch ein paar. So. Führt das irgendwo hin? Nö, okay. Ja, ich hätte es mir eigentlich schon denken können, aber ich wollte es gerade nicht wahrhaben. Es tut mir leid. Ich muss sagen, diese hochauflösende Texturen, auch vom Wasser und allem, das macht schon was her. Das sieht schon cool aus. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Egal, trotzdem kommt das Wasser weg. So. So, hier nehmen wir noch mit. Hat sich ja richtig gelohnt. Wow. Können wir ja gerade wieder umdrehen und alle Fackeln mitnehmen. Weil die Höhle total scheiße und unnötig ist. Sehr schön. Ich will ja Sand zum Hochbuddeln nehmen. Zum Hochbuddeln? Ne, zum Hochbauen wäre richtig. So, ich zack. 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 So. So sieht die Sonne aus. Sieht ein bisschen aggressiv aus mit diesem roten Schweif drumherum. Neue Welt. Ne, neue Teile unserer Welt, neues Texturenpaket, eine neue Reise, was uns da wohl noch alles erwarten mag. Nein. Nee. Nö. Nö. Oh Gott. Ja, stirb mal. Stirb mal schön im Feuer, bitte. Das kann jetzt nicht sein, dass da... Ah! Also, Gott. Oh Gott, also wirklich. Ist doch mal gut, ne? Wie gehen wir jetzt hier am besten vor? Warte mal.
Guck mal, wir machen einmal so. Oh Gott. Schnell ein paar Fackeln aufstellen, das braucht ja auch nichts mehr. So. Ein bisschen Schwarzpulver, ein bisschen Weizen und ein Eimer. Damit können wir nichts anfangen. Drei Sättel. Ich weiß nicht, was ich mit einem machen soll. Aber Hauptsache, wir haben drei Sättel. Das Brot nehme ich gerne mit, das brauche ich auf jeden Fall. Ich brauche niemals so viele Sättel, weißt du? Die Fäden hier brauche ich auch nicht, also... Ich kann halt viel Quatsch da lassen. Ich benutze es eher quasi, um meinen Scheißkraft ein bisschen loszuwerden. Schwarzpulver, ja, okay. Akzeptiere ich gerade noch so. Eine Werkbank, klar. Kürbisse brauchen wir eigentlich auch nicht mitnehmen, haben wir noch genug zu Hause. So. Guck mal, machen wir gerade noch so und dann passt es. Dann lassen wir doch quasi den Platz quasi nur für Erze. Na gut, hier auch noch ein bisschen. Aber ansonsten ja. Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte, oder? Ja, ihr seid doch klug. Ihr seid doch klug. Alle meine Zuschauer sind klug. Ach, apropos klug sein. Essen. Ja, weil Leben ist knapp. Jetzt lass mich doch mal in Ruhe. So. Seht ihr nicht, einmal hat mich dein Miskal getroffen jetzt. Das ist, glaube ich, echt mal eine richtige schöne Höhle. Das ist eine gescheite Höhle. So wollte ich es die ganze Zeit. Genauso wollte ich es die ganze Zeit haben. War das denn so schwer? So eine schöne, große, gescheite Höhle mit ein paar Erzen vielleicht. Oder einem Dungeon, was dann auch sehr cool ist. So, wahrscheinlich war bei dem Blick jetzt, wo ich sowas gesagt habe, geht es gleich hier unten nicht mehr weiter. Aber guck mal doch mal. Ich höre viele Monster, das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Ist einer von unseren Fallen? Ja. Wollen wir noch Kohle mitnehmen? Wir machen das Deck mal voll. Und nehmen noch ein bisschen mehr, weil wir machen eh gleich wieder ein paar Fackeln. Guck mal, wir machen einmal kurz den hier. So, zack, zack. Dann brauchen wir noch 10 zusätzliche Kohle. Machen wir noch 8 hier weg und dann passt es. Da haben wir einen Fallen Stack und wieder ein paar Fackeln mehr. Hört sich doch eigentlich nach einer guten Plan an, finde ich. Wie jeder sieht, ist mir eigentlich quasi egal. Nein, nicht komplett, aber... Ihr könnt mir nicht sagen, das wäre keine gute Idee. So. Dann schauen wir mal. Hier geht's auch richtig weiter. Ist das schön? Ist das schön? Das ist richtig gut. Boah, okay. Hä? Das sieht so menschlich geschaffen aus hier. Aha. Hallo? Ich hab auf dich gar nicht mal so viel Lust, mein Freund. Zack. Dankeschön. So, das klappt mal kurz zu. Und hier war doch irgendwo Eisen gerade eben, oder? Ja, hier oben. Das hauen wir noch kurz ab und dann können wir das auch mitnehmen. So. Ja, damit. So, sehr schön. Alter, was eine Höhle. Wisst ihr, das ist meine Belohnung aus so viel Qual, indem wir nur so Scheißhöhlen gefunden haben. Jetzt finden wir endlich mal eine. Und vor allem eine richtig große, eine richtig gute sogar. Das freut mich gerade sehr dolle. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr. Oh, noch ein bisschen Eisen. Trotzdem brauche ich etwas Gold. Das wäre mir trotzdem gerade relativ lieb. Lieber als ein gerade. Oh Gott. Puh, kurz hier Herzkasper gehabt. Ich habe kurz einen kleinen OZZ gehabt. Oh mein Gott.
Euch geht's aber auch in Hülle und Fülle hier, ne? Bisschen zu viel nach meinem Geschmack, aber okay. Ich komme damit klar. So, genau, in die Richtung haben wir noch nicht. Ah, noch ein bisschen Eisen, sehr schön. Oh, hallo. So viel dazu. Da ist nichts, ne? Nö. Die sind alle nur hier unten. Okay. Kein Problem, wir haben ja ein schönes, starkes Schwert. Oh Gott, Alter, also, mein Herz macht das nicht mehr lange mit. Noch ein bisschen Eisen. Also, was das betrifft, haben wir erstmal jetzt, glaube ich, keine Probleme mehr haben, mal wieder. Ein bisschen Redstone. Lass ich jetzt mal liegen, so frech bin ich mal, das glaube ich mir jetzt. Da geht's ja nach unten nochmal? Nee. Ja, okay, gut. In die Richtung passiert dann erstmal nichts mehr. Ist ja auch okay so. Dafür haben wir schon gut, was die abhaben können. Vor allem in viele Richtungen haben wir jetzt noch gar nicht. Hier zum Beispiel. So, immer her damit. Wie viel Eisen haben wir mittlerweile? Boah, auch schon bald wieder ein Stack. Und ein bisschen Lapis Lazuli. Das hat zwar gar keinen Zweck, der Scheiß, aber ich nehme es trotzdem mit, weil es cool aussieht. Ich habe hier die ganze Zeit so eine Fliege bei mir hier in der Wohnung, die mir gerade massiv auf die Nüsse geht. Das glaubt ihr gar nicht. Das ist mehr als... keine Ahnung. Das Finanzamt. So. Das sieht nach vielen Erzen aus. So, Kohle, Kohle, Eisen, Eisen, Eisen und ganz viel Kohle und immer weiter und so was. Eisen, Eisen, Eisen. Immer her damit. Oh, da geht's auch richtig tief runter. Genau so eine Höhle wollte ich die ganze Zeit. Ist das geil. Ich weiß, ich bin gerade jetzt schon die ganze Folge mich nur am Durchfreuen über eine Höhle. Anstatt anständig zu kommentieren. Aber ich freue mich einfach gerade wirklich drüber, wenn man jetzt bedenkt, dass wir jetzt, glaube ich, 5 Folgen lang nur noch sowas gesucht haben. Deshalb ist, denke ich, meine Freude entsprechend gar nicht mal so unberechtigt. Wir brauchen aber so oder so sehr viel Eisen. Allein für den Bahnhof, wenn wir halt die ganzen Schienen bauen. Dafür ist es, glaube ich, ganz gut, wenn wir jetzt so viel Eisen finden. Wir sollten am besten eigentlich alles an Eisen mitnehmen, was wir finden. Alles. Redstone brauchen wir nicht alles mitnehmen. Weil das brauchst du halt meistens, wenn du es mal brauchst, nur in kleinen Mengen. Warte mal. Das machen wir mal kurz weg. So. Weil sonst wird gleich schön mein Eisen an die Lava geschafft, wenn ich es hier jetzt abbaue. So. Ich könnte ein Liedchen über Eisen singen, mach's natürlich nicht, aber ich könnte. Weil nicht immer noch ein anderer Lava sehe, ja hier, ne? Natürlich ist das perfekte Loch jetzt direkt über der Lava, besser geht's kaum. Also ich sehe doch bestimmt auch irgendwo Diamanten. Das war keine Absicht, dass ich das gesagt habe, das war wirklich nicht geplant. Sehr schön, Diamanten. Oh, da. Sehr schön, Diamanten. Cool, so viel dazu. Also, manchmal bringt es doch sehr viel, wenn man nicht dreimal auf Holz klopft. Manchmal kündigt man so gute Sachen an, dann passieren sie einfach. Zumindest bei mir manchmal. Meistens aber eigentlich ja nicht. Naja, egal. Eisen. Überlegt mal, wir brauchen 6 Eisen, um Schienen zu craften. Und dann bekommt man 16 Stück, glaube ich, raus, oder? 16 waren das, glaube ich. Wenn wir halt einen Bahnhof bauen, der halt an alle Festländer und halt an die Inseln und so geht, dann kostet das schon sehr viel.
warte, da brauchen wir schon so locker mal so 6 Stacks Eisen oder so. Das ist da mindestens drin. Ist aber alles organisierbar. Alles machbar. Da hinten sehe ich Gold. Ich baue erstmal kurz das Eisen hier ab.